Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werden wir uns auf jeden Fall mal in der Roblox City als Kellner bewerben. Also wir werden da einfach arbeiten und ich hätte gesagt, wir fangen sofort an. Türe auf, let's go. Ich glaube, das wird jetzt bestimmt nicht so schwierig. Die Frage ist, wollen wir als Chefkoch oder als Koch oder als Kellner arbeiten? Das ist halt jetzt schon die Frage. Queen Elena ist halt schon Kenner, dann hätte ich gesagt, machen wir hier einfach mal, ja, Chef, Koch, ja, und wie funktioniert das jetzt alles? Möchte keine Bestellung aufgeben, aber wo bekomme ich denn die Bestellungen her? Na, das ist ja belastend. Ich bekomme halt auch gar keine Aufträge, das ist halt das Merkwürdige. Dann beende ich das am besten. Ich werde Kellner. Oder ich sag ja, YouTube läuft nicht mehr so gut, da muss man so Nebenjobs auch machen. Du weißt Bescheid. Also ich sag mal so, $100 bis jetzt, es läuft. Es wird. Wir werden dann noch mal schauen, ob wir für unsere Wohnung dann auch so Inneneinrichtungen kaufen müssen. Bett und so. Wäre vielleicht sinnig. Ich überlege, vielleicht kaufen wir uns auch irgendwann mal ein Auto. Mal schauen. Wir können überhaupt mal schauen, wie viel so ein Auto kostet. So ein Auto ist bestimmt ganz schön teuer. Aber ich glaube, so ein Auto lohnt sich eher als so ein Haus zu kaufen. Weil so ein Haus, davon hat man im Prinzip jetzt nicht so viel. Viele Leute sind denn hier dabei? Also wenn man einmal ein Video aufnimmt, sind hier wieder 1000 Leute am Start. Und wenn der Livestream ist, da ist gar kein Mensch. Alter, ich sag's ja. Ach, wie es aussieht, können nur 3 Leute da arbeiten. Das ist auch nicht schlecht. Aber ich bekomme ja trotzdem Geld, auch wenn keiner da steht. Das ist auch krass. Ich habe die Schicht abgeschlossen. Ach, wenn ich gehe, habe ich sie abgeschlossen. Na, dann sammle ich das einfach und fertig ist. Dann gehe ich einfach auf Wiedersehen. Das hat auf jeden Fall Bock gemacht, in dem Restaurant hier zu arbeiten. Wir gehen mal zu den Autos und schauen uns mal hier tolle Autos an, hätte ich gesagt. Wer steht denn da? Ist das neues Ziel, der da steht? Truti. Der ist kein Freund. Wie teuer ist denn das Auto? Kommen Sie mal mit. Willkommen in meinem Laden. Willst du sehen, was ich anzubieten habe? Ja, sicher. Nope. Das kostet 400. Steht hier irgendwo Lamborghini? Jaguar. Bruder. Jaguar kostet 110.000 Euro. Also Auto auf jeden Fall müssen wir uns merken, kostet so viel. Interessant. Aber ich hätte gesagt, wir machen eine Abstimmung. Ihr könnt mal jetzt abstimmen. Soll ich lieber mir ein Auto kaufen? Oder soll ich mir lieber einen
auskaufen. Ich weiß nicht, ich schau mal, wie teuer Grundstücke sind, aber die müssten jetzt nicht so teuer sein. Ja, wie viel kostet das? Wo muss man das machen? Partys? Party schmeißen. Ach, ich brauche ein Haus oder eine. Aber ich habe doch ein Apartment. Ich habe mir doch ein Haus, ein Dings, eine Wohnung gekauft. Sag jetzt nicht, die ist weg. Oder das wäre jetzt halt wirklich belastend, wenn die weg ist. Da fahren halt schon Leute geile Autos. Aber so ein Jaguar für 110.000 Euro? Oder das ist sogar mir jetzt zu teuer. Hä, aber ich habe doch ein Apartment gekauft, das ich doch bewohne. Nehmen. Ach so. Es storniert sich automatisch. Das ist geil. Müssen wir das aber, wie es aussieht, können wir uns hier kein. Daraus kann ich nicht. Gut, da muss ich dann wieder runterlatschen. Also hier müssen wir uns merken. Aber kostet es pro Tag? Gehen wir mal schauen. Party schmeißen? Aber ich kann doch jetzt im Prinzip eine Party schmeißen, oder? Ich lade mal am besten einfach alle ein, okay? Das wäre, glaube ich, am schlausten. Vielleicht kommt ja irgendeiner. Ja. Bestätigen. Oder kommt hier jemand? Hat hier jemand Bock, heute mitzufeiern? Ja, Leute, kommt ihr alle. Ach, man kann hier als Kassierer arbeiten. Wie geil. Gesagt, Leute, ich beende die Schicht jetzt. So, perfekt. Ja. Wir haben jetzt auf jeden Fall 2000 Dollar ungefähr. Ist auf jeden Fall richtig krass. Unser Apartment da vorne irgendwo hier haben wir jetzt auch wieder. Wie es aussieht, muss man immer nur Geld bezahlen, wenn man in dieses Apartment reingeht. Was auch Freundschaftsanfragen angeht, übrigens, wenn mir gerade schon jemand wieder eine Freundschaftsanfrage geschickt hat, nehmt euch am besten. Jeder, der mir einfach jetzt eine schickt, den nehme ich einfach jetzt an. Aber ich werde dann halt irgendwann, wenn ich wieder 200 Freunde habe, am besten die alle wieder löschen. Dann müsste jeder nochmal eine neue Anfrage schicken. Machen wir am besten so, weil ich habe jetzt eh keinen Durchblick mehr, wer jetzt noch Abonnent ist. Ich hätte gesagt, Leute, in dem Sinn, haut rein, ciao, Action Wolf. Vergesst nicht, oben abzustimmen, ob wir uns nicht ein Auto oder ein Haus kaufen wollen. Und dann hätte ich auch gesagt, Leute, haut rein, ciao, Action Wolf. Lasst gerne positive Bewertung da. Vergesst nicht zu abonnieren. Und jetzt, ciao, Leute. Was Fame, was ist Hype? Gib mal Abo, gib mal Like. Schau den Beat und die Melodie, der Technik und den Flow. Und verkauf die ganze Scheiße nur als schlechtere Version. Du bist nicht gefährlich, du tust keine Babys, sei für Blasen. Du bist keine Nasen, aber Speicherkarten.